Die häusliche Gewalt gab es vor Corona, während Corona und wird es leider auch nach Corona geben. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Während der Corona-Zeit haben die Funkwagen-Einsätze sich fast verdoppelt. Vielen Dank an alle Nachbarn, die angerufen haben. Die haben eventuell sehr schlimm und verhindert. Denn zurzeit ist es so, dass die häusliche Gewalt sich um 10% gesteigert hat. Die wahren Ausmaße von dieser ernsten häuslichen Gewalt werden wir erst nach der Corona-Krise erfahren. Wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen, wenn die in der Schule sind, wenn die im Kindergarten sind und wenn die Frauen auf Arbeit mit ihren Arbeitskolleginnen drüber reden können. Wenn sie Raum und Zeit haben, die Hilfetelefone in Anspruch zu nehmen. Natürlich haben wir in Berlin sofort reagiert. Als erstes wurde Stadthotel 1 gemietet mit 100 Plätzen für Frauen und Kinder. Natürlich ein Stadthotel 2 ist auch für Corona-infizierte Familien, was mit Gott sei Dank bis heute noch leer ist. In dem anderen, im 100-Leute-Hotel, ist die Hälfte belegt mit Kindern und Frauen. Des Weiteren haben wir Frauenhaus Bora 2 um 34 Plätze erweitert. Jetzt Ende des Jahres wird das nächste Frauenhaus geben, das Frauenhaus Nummer 7. Wir kämpfen dafür und wir setzen uns tagtäglich dafür ein. Wir haben natürlich als allererstes auch, dass die Frauen eine Anlaufstelle haben. Alles ist auf online geschaltet, alles ist auf Telefon geschaltet. Und auch wir als Linke, wir haben eine eigene Karte rausgegeben mit allen Notruf-Telefonnummern und die in ganz Berlin verteilt. Wir haben als allererstes gemerkt, dass die Istanbul-Konvention umgesetzt werden muss. Frauenhausplätze haben vorher nicht gereicht mit 334 Plätzen und gefordert sind über 900 laut der Konvention. Die Koordinierungsstelle haben wir schon durchgesetzt, aber hier bleiben wir dran. Des Weiteren muss es eine wissenschaftliche Studie geben, und zwar über die Langzeitfolgen von Corona für Frauen und alleinerziehende Frauen. Drittens haben wir festgestellt, im Krisenmanagement, im Entscheidungsmanagement hat immer irgendwie der Blick der Frauen gefehlt, weil das waren alle Männer. Haben die wirklich die Frauenthemen genug ausgeleuchtet? Und dann komme ich natürlich zum Schluss, weil wir als Linke schon längst festgelegt haben, das Paritätsgesetz. Das muss jetzt endlich Wirkung zeigen, weil auch in der Politik müssen Frauen und Männer zu gleichen Teilen beleuchten, was uns bewegt.